Herzlich willkommen. Es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass ich am Anfang ein bisschen was sage. Fangen wir ganz einfach an mit der Organisation. Wenn ihr irgendwas braucht, ja, Material, macht nichts. Große Tasche. Ja. fragt ihr entweder mich oder den Marek, wenn es um organisatorische Sachen geht, wie Getränke, Essen, Frau Schmitz. Und Frau Ludwig, also Frau Ludwig und Frau Schmitz, gutes Stichwort, Kaffee, Kuchen, Pizza, Mittagessen und so, gibt es alles da in diesem Raum. Wir machen, glaube ich, um 10.30 Uhr die erste Pause. Wann kommt das Essen? 12.30 Uhr. Und voraussichtlich geht der Kurs heute so bis 17 oder 18 Uhr. Es hängt davon ab, wie viele Fragen und was ihr alles wissen wollt, ne? Anstehen. Außerdem gibt es nachher so eine Liste. Würde ich euch bitten, dass ihr euch eintragt, weil für diese Veranstaltung gibt es 13 Fortbildungspunkte. Einfach mal mitnehmen, würde ich vorschlagen. Dann habt ihr ein paar Geschenke bekommen. Unter anderem ist hier ein steriles OP-Set von der Firma Emedis und das kann man sich sogar selber konfigurieren. Müsst ihr unbedingt mal abchecken. Ihr könnt natürlich auch das Doctanon-Set kaufen. Aber das ist halt, es ist relativ, was heißt relativ, sehr, sehr kostengünstig und umweltfreundlich, man spart Müll und. Okay? So. Das ist quasi der zweite Kurstag posterior. Und wir haben gestern mitmachen dürfen. Und das ist jetzt kein Scherz. Insbesondere letztes Jahr habe ich viele, viele Zehntausende Euros ausgegeben für Fortbildung. Aber ich hatte nicht so viele Aha-Momente wie gestern oder grundsätzlich bei seinen Kursen. Ja? Ich wünsche euch das heute auch und ich weiß, dass das passieren wird. Normalerweise darf man in der Medizin nichts versprechen, aber das würde ich jetzt einfach mal machen. Quetscht ihn aus. Ich hoffe, ihr nehmt heute super viel mit und ich weiß das auch. Und once again, pleasure to have you here.